So, geht doch. Bekanntschaft mit dem schwarzen Loch gemacht. Ja. Das Interessante ist, ich weiß, dass es eine geringe Chance gibt, dass man durch ein in ein schwarzes Loch fliegen kann. Und unter Umständen kann man auch da lebend wieder rauskommen. Aber der Prozentsatz ist doch sehr, sehr gering, um es mal vorsichtig auszudrücken. So, da haben wir Eisen, Kupfer. So, auch wenn hier auch ein schwarzes Loch ist, scheiße, wir müssen. Also ich muss sagen, das hier ist scheinbar bisher die unfreundlichste aller, eine der unfreundlichsten, Nebel, die ich bisher gesehen hatte. So, mal kurz gucken, haben wir in den Quartieren, ja, zwei haben Verbrennungen, Gehirnerschütterung und Metastasen, okay. So, Plasma, eine Handvoll Waffe, ich schätze mit ein bisschen mehr Saft. Plasma-Harpune. Was könnte sie daraus? Schiff reparieren? Langstreckenscan. Ist das eine fiese Entscheidung? Mal kurz gucken. So. Landemodul, Landemodul, Landemodul reparieren, okay. Angepasster Schiff reparieren? Können alle. Ich würde sagen, komm, machen wir jetzt mal so. So, komm, reparieren wir das. Oh, das hat ordentlich was gebracht. Ich habe einige Schäden an der Außenhülle des Schiffs repariert. Die Außenhüllenintegrität des Schiffs beträgt jetzt 70%. Läuft. Finde ich gut. Jetzt mal kurz gucken. Landemodul, nein. Heilen, nein. Was haben wir? Schlüsselstein, damit können wir ja nichts machen. So, das hilft uns jetzt hier auch nicht. Biologische Probe, komm, das hauen wir in den Essen. Anzapfen, was anzapfen? Medizin herstellen. Mach mal. Alienkräuter erhalten, schön. Was, gegen was helfen die? Auch nicht das, was uns hilft, verdammt. So, und jetzt, da das Schiff repariert ist, komm. Laser Array erhalten, Installation nicht möglich, warum nicht? Brücke. So. Momentchen, warum ist das nicht möglich? Fortgeschrittene Alien-Waffe. Ach, verdammt! Scheiße. Damit können wir auch nichts machen. Auch nicht. Ach, fuck. Das ärgert mich gerade ein bisschen mit den Laser. So, mal kurz gucken. Quartier. Oh, dieses Kissen ist ja cool. So, wo ist jetzt eigentlich der andere? Ah, da ist er. Okay. Das ist mir aber ehrlich gesagt auch ein bisschen suspekt, dass der da einfach so rumsitzt. So, Schiffsscanner. Minerale nicht, was? Unterscheidbar, okay. Exotische Materie, okay. Naja, mal gucken, was ist das jetzt hier? So, aber so rein von der Färbung würde ich ja schon sagen, dass da nichts Gutes für uns ist. Tödlich, ja. Ich hab's befürchtet. So, mal gucken. Okay, das können wir gleich knicken. Da brauche ich gar nicht erst probieren. So, und raus hier. Ach, verdammt. Also da der schon so glüht, wäre es keine gute Idee gewesen, da auch nur zu versuchen zu landen. Muss ich mal so sagen. So, jetzt haben wir hier ein schwarzes Loch, aber haben wir wenigstens Eisen die Möglichkeit. Ah, wohin? Ah, wir kommen sonst nirgendwo anders hin. Wir müssen da hin. Dann kommen wir zu denen, dass wir danach entweder zu denen, wo ein Pulsar ist, da gibt es wenigstens einiges, oder
gegebenenfalls dahin. Ist jetzt die Frage, das kostet 50 Credits, das kostet auch 50 Credits. Ich würde sagen, wir würden dann aber eher hier nach oben, dann ist halt ein Ticken kürzer, weil wir, ja, doch, wir machen gerade Fortschritte. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich mal so sagen. Vor allem, wenn man sich so anguckt, wie wir hier bisher geflogen sind. Und jetzt, naja, mal gucken. Vielleicht geht das aber auch ganz, ganz schnell dem Ende entgegen. Das kann gut sein. Also gerade wenn ich hier bei schwarzen Löchern umhergurke, bei permanenter Strahlung, ist das natürlich auch ungeil. So, Strahlungswerte. So, ich überlege gerade, wir müssen zu den Grauen da oben. So. Okay. Oh, dass das so weit sein muss. Ich überlege bloß gerade, haben wir jetzt zur Not noch genügend, um hier wegzukommen? Das hätte man sich vorher angucken sollen, scheiße. Obwohl, es gibt ja immer die Möglichkeit... So, er hat auch Verbrennung. Scheiße. Nee, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, durch die Sonnen halt mehr oder weniger dann, na, sag schon. So, dann noch, Materie dazu bekommen. Gravitation hoch. Konvektion Orkan. Ah, brauchen wir es so dringend? Ah, nee, eigentlich nicht. So, gut, dann gehe ich jetzt noch zum Blauen. Mal gucken, ob da was ist für uns. Oder ob das eine Nullnummer ist und wir unter Umständen Probleme kriegen. Kollisionskurs, okay. Was ist das? Das könnte was sein. Könnte. Tödlich. Fuck. Wir kommen weg. So, schnell, volle Möhre. Gut, also halten wir mal fest, ich habe jetzt keine Reserve. Das heißt, wenn wir jetzt bei den nächsten Planeten voll ins... Ah, ist wieder ein schwarzes Loch. Pulsar, es gibt wenigstens Metall. Dass wir unser Schiff reparieren. Weil ich glaube, das hier, ja, das ist Kupfer... So, also hier möchte ich ehrlich gesagt nicht hin. Komm, machen wir nach, gehen wir nach Wisse, kommen wir dann. Nee, dann müssen wir eh nochmal entweder hier rüber oder vielleicht auch, na, ist ein schwarzes Loch. Und dann, wenn wir da hingehen, schaffen wir es nicht zurück. Okay, gut. Gehen wir dahin, reparieren unser Schiff. Hoffentlich. Das ist natürlich auch immer so eine kleine Sache mit... Wow... Ein Pulsar. So, Strahlungswerte. Ist natürlich auch klasse, sowas. Ah, scheiße. Das kann ich. Sehe ich jetzt schon, dass wir da gar nicht erst probieren brauchen? Verdammt. Ich habe aber auch gerade kein Glück mit diesem System. Okay, ich wette, man hätte es schon im Vorfeld sehen können. Oh, der ist klein. Kommen wir da rein? Ja, das sieht gut aus. Metall. Gravitation sehr gering. Subarktisch. Komm, da gehen wir jetzt runter. Oh, unser Landemodul sieht auch sehr, sehr gut aus. So. So, Leute. Muss ich mal so sagen, das... Oh Gott, nur eins. Ernsthaft. Komm, ein bisschen nach unten. Bisschen Gegenstein, so. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so gut war. So, jetzt schnell, wir brauchen ein bisschen was. Komm schon, und noch eins.
damit jetzt ernsthaft bloß für eins? Komm, das muss noch gehen. So, jetzt. So, wenigstens ein bisschen was. Also. So, das, ja, das habe ich jetzt mal schnell ein bisschen abgekürzt. Oh, das bringt uns ja auch kaum was. Verdammt. Wir haben aber auch gerade kein Glück. So. Oh, was ist das denn für ein großer? So, die permanente Strahlenwarnung ist natürlich auch absolut nicht beunruhigend. So, was haben wir hier? Mission hohes Risiko. Nein. Ups. Okay, so spontaner Richtungswechsel. Was haben wir hier hinten? So, es ist vermutlich auch so ein ganz kleiner, ja. Ja, doch, das sieht doch gut aus. Ja, so Strahlungswarnung. Ich will jetzt bloß nicht beschleunigen, ey, sonst komme ich da nicht runter auf den, genau. So, was haben wir? Metall, Kupfer, landen, genau. Ah, verdammt, ich habe jetzt auf die Gravitation nicht geguckt. War das jetzt viel, wenig, mittel, unmöglich? Partikelfilter verstopft, okay. Sehr gering, okay. So, wir gehen runter. Okay, so. So, ein bisschen. Och, Mann. So, jetzt. Kupfer. Komm. Noch mindestens eins. Und. Here we go. Okay, unser Partikelfilter ist verstopft. Wir haben immerhin dreimal Kupfer bekommen. Das sollte reichen, dass wir jetzt unsere Außenhülle so stark reparieren, dass wir durch den Pulsar, durch die Strahlung halt ein bisschen was aushalten. Zoe hat auch Verbrennungen. Verdammt, haben jetzt alle Verbrennungen. Oh, opa, geil. Naja, gibt keine Alternative. So, auf zum Pulsar. So, ja. Boah, da kommt Freude auf, jetzt hier direkt auf den Pulsar zuzu. Gut, das brauche ich gar nicht versuchen hier mit den Dingen. Ups, komm rein da. Mann, es geht nicht anders. Ah, scheiße. Nein, nicht drauf knallen. So, und schnell raus. Boah. Also der war echt ein bisschen sehr klein. So. Oh. So. So, das schwarze Loch hatte ich ja ausgeschlossen. Also gehen wir jetzt zum nächsten Pulsar. Ah, da kriegen wir aber auch keine Materie. Verdammt. Weil wir brauchen eigentlich das Mineral. Normale Strahlung? Nee, da will ich nicht hin. Wenige Gasplaneten, viele Felsplaneten. Hey, wir müssen hier nach hier oben. Mal kurz gucken. Nach da. Okay, da kommen wir von beiden hin. Schwarzes Loch, das ist ein Pulsar.
Oh Mann, ich weiß jetzt nicht, ich will nicht zum schwarzen Loch. Verdammt doch. Mich ärgert das für die... Ja, das hätte ich echt anders einsetzen sollen. Ach Mensch. Irgendwas gegen Verbrennungen haben wir nicht, oder? Doch, eins. Ja, aber ich will... Ja. Können wir noch irgendwas machen? Landemodul, 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 Landemodul. Machen wir das jetzt? So, Landemodul ist jetzt wieder fit, okay. So, das benutze ich noch nicht, denn wir haben da jeweils bloß maximal zwei. Das lohnt sich noch nicht, das können wir nichts machen, das ist... Ja, biologische, ja, was soll's, da kommen wir jetzt auch nicht so ohne weiteres hin. So, wird mir nicht weiterhelfen. Wir sind nur ein zusammengewürfelter Haufen, aber wir sind ein zusammengewürfelter Haufen auf einen, was, auf den man verdammt stolz sein kann. Ob gut oder schlecht, ich nenne das einen Sieg, okay. Tja, wenn uns jetzt, wenn uns jemand erzählen will, dass Menschen minderwertig sind, haben wir eine Antwort. Schön. Ist das solides Metall oder doch nur beschichtet? So oder so schick. Okay, interessant. So, wird nicht helfen, okay.